Bruder. Alhamdulillah, Dennis, mach den mal zu. Allah khalik, bitte, Qurban. Hast du. Trabzon 1-0? Meine beiden Lieblingsmannschaften spielen, deswegen, wer da gewinnt, ist egal. Ne? Verräter, Ratten, Schlangen werfen Gift wie Python. No! Ich hab das Gefühl, als ob du es einfach nicht kapieren willst. Was? Werfen Gift wie Python? Ja, Python ist eine Würgeschlange. Du sechs auf dem Zeugnis. Heute hab ich eins in den Charts und. Goldfisch. Hä? Ich bin gegen Mord an Kindern. Wow, man. Ja. Rapper machen mit kleinen Schlampen auf Kaffee Gold. Nein, das Eib. Das Eib. Das Eib. Taxi fahren an ihm vorbei, hör sie ihn beim PRP3. Bester Teil. PRP3. Bester Teil. Bäh. Weil Rapper sich skilltechnisch gesehen und noch im Mittelfeld bewegen, so wie Kylian Mbappé. Wow, wow, ich hab dir vorbein, wow. Nach dem Film, ey, Lutsch, gib ich Kuss. Lüg mir sogar ihre Füße, wenn es sein muss. Aber bitte stur, wenn es muss. Mama, ey. Was ist denn mit Nemo los? Mama, ey. Bin zu extrem für euch Bitches, bin ich MJ. Halt die Fresse. K.O. Doppel L.E.G.A.H. Ghetto-Adel. Lass ich mir nen Jab verpassen, dann ist es ne Testonadel. Einzige, was hier ein Booster hat, ist der Hurrikan. Und einzige 2G, was mich juckt, ist der Gucci-Schal. Puh. Mord aus Versehen, Mama weint Tränen. Du kleine Lümmel, ich glaube, das geht nicht. Lomus, Mumus, ich bin dreckig, so wie Scheiße. Du Junkie-Face, das ist Punchline-Rap. Wäre deine ganzen Texte aus den Federn anderer kommen wie deine Schlampe-Schwester nach One-Night-Stands. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Nie an anderen bereichert, sondern andere bereichert. Ja. Ich wupp wie Mowgli in einem Dschungel groß, doch nicht mit Löwen, sondern mit Hyänen. Im Dschungel aufgewachsen, die Mufasa. Ja, ich würde sagen, das hat nur fast geklappt. Free Spirit, ich begann die Platte zu vertonen, als sie mir gerade wieder mal ein paar Sachen unterschoben. Du hast gepfuscht, paar Zeilen hast du abgeguckt in Foren. Manche fühlten sich, als ob sie mir eine Maske runterzogen. Alles absolut gelogen. Hä? Hat er das jetzt echt gesagt? Nein, hab ich noch, komm. Wegen Thema Evolution musste ich die Klasse wiederholen, als ich zum Lehrer sagte, nur du hast die Affenchromosome, dieser Darwin schaffte Boden. Für Rassenideologen, Massen in Hypnose, hau mal ab, du krasser Biologe. Und es wird immer schlimmer. Ja, die müssen das so ein bisschen langsamer machen. Das ist so. Von wo nach wo, Warken? Egal, Khalas. Inshallah.
Ach. War das kurdisch oder arabisch? Das war kurdisch. Kurdisch. Abhorn. Alles gut, Mann. Abhorn. Das war die Strafe, weil wir das angemacht haben. Ja, voilà. Ach. Yo, this one's for the gunman, them, you get me? That's how the matches sound. That's how the Nina sounds. Bruder, dieser Applaus im Hintergrund immer ist immer extrem cringe. Ja, Bruder. Wir sind hier, um cringe Sachen zu machen, Bruder. Wir machen cringe, Bruder. Wallau. Ah, ist mein Abi, ah! Schöne Frage. Welche Zeit in der Karriere empfandest du am besten, Manuelsen? Ich fand, Kill 'em All. Ja. Und Kill 'em All Gangland. Ja. Ja, Kill 'em All und Gangland Zeit. Es gab bei Ja. Kill 'em All und Gangland. Das hat schon Spaß gemacht. Eigentlich war alles cool. Aber ja. Weil das war alles sehr spannend. Weißt du, da kamen die ersten Touren dazu. Und Und das war alles dann so ein bisschen Neuland für mich. Weißt du, ich meine, da haben wir unsere ersten, wie gesagt, Tourneen gespielt und da kamen die ersten offiziellen Interviews und blabliblub und so. Das war alles sehr spannend. Aus. Der Dschihad ist immer noch bei syrische Baklava. Meinst du das ernst? Von Abul Fus soll ich dir zeigen. Abul Fus? La haula wa la quwwata illa billah. So, Abu Fus, küsst mein Herz. Wohin? Wo warst du gerade im Laden? Alles, die hat Laden jetzt. Mach deinen Knopf zu, wenn ihr die trefft. So, macht eure Jacke zusammen, wenn ihr die trefft. Wir waren im Laden. Ja? Also, für die drei Frauen, die bei uns im Chat sind. Also für die drei auf jeden Fall. Mrs. Schatten hat einen Laden mit ihrer Partnerin. Diane ist in Velbert auf der Straße was? Langenberger Straße 68. Wie? Langenberger Straße 68. Ja. Für die drei Frauen, die hier sind, geht dahin. Lasst euch schminken, macht diese Harlekette, was ihr macht. Wimpern mal Wimpern. Augenbrauen mal Augenbrauen. Geht dahin. Wallah, ich schick meine. Ah, aber ihr könnt eure Frauen schicken. Schickt alle eure Frau zu Mrs. Schatten, Langenberger Straße 68 in Velbert. Der Laden heißt, wie habt ihr den jetzt genannt eigentlich?
Aber wenn da hingeht, wie heißt das? Aber es gibt nur die Adresse ein, da ist ein Laden auf jeden Fall. Beauty mal Beauty irgendwas. Geht dahin mit Rabattcode GIAT45. Geht 10 Euro günstiger. Warum? Mit Rabattcode GIAT45. Hast du gesehen, wie dein Mann ist? Mhm. Anstatt den Rabattcode auf seinen Nacken zu machen, macht er ihn auf meinen Nacken. Ja. So, geht dahin und lasst euch schminken, Rallas. Langenberger Straße, 68. Besucht die Instagram-Seite Make-up by Abir. Unterstrich, Unterstrich. Was sollen diese Unterstriche? Ja, der Name ging nicht. Und das heißt, ohne Unterstriche ging nicht. Alles. Make-up by Abir, Unterstrich, Unterstrich. Folgt der Seite und macht eure Tante nass. Jihad. Warte, was steht hier? Ich muss einmal gucken, was steht. Ich muss auch kurz auf die Seite runter. Ja, mach. Ich komm sofort, Jabab. Bayern steht 3-0. Was steht Gala? Trabzon. Immer noch 1-1? Wie viel Rabattcode mit Jihad? Es wird teurer, nicht billiger. Gib meinen Namen nirgendwo ein. Wird alles teurer. 1-1. Was sagt Frau Schatten zu dem Baklava? Was sagt Frau Schatten zu der Baklava-Affäre, der niemals enden wird, weil die halt einfach ein Dickkopf ist? Wirklich, ganz klar. Ey, hallo! Ja? Ey, können wir bitte kurz so tun, als ob wir in einem Stream sind? Nur mein Sohn. Egal, ist gut. Walla, ich geb keinen Hack. Syrische Baklava ist 1000-mal besser als die Fake-Baklava von Türken. So. Türkische Baklava ist fake. So, ich gehe kein Millimeter zurück. Kein Millimeter. Und es ist auch kein Angriff gegen Türken. Ich liebe Türken, türkisches Essen. Aber Hack ist Hack. Guck mal. Nein. Wie heißt der? Nein. Sergio. Guck mal. Kelb, guck mal, hab ich dich beleidigt, dass du mich hier Kelb nennst? Guck mal. Kelb kannst du deinen ersten Sohn nennen, damit man dich Abu-Kelb nennt. So. Ich sag das jedes Mal. Jedes Mal sage ich dir das. Ich sag dir das jedes Mal. So. Beleidige nicht. Hinter einem Twitch-Account. Gut, Vivo! Manachara, Timmek, Achara. لو كان جابك ابوك بالحمام احسن كان والله اجيت hör auf jetzt. Ich bin wie Barello gerade. Mach nicht. Eigentlich will ich, dass du machst. Nein, Bruder. Nein, mach nicht, Wallah. Ja, Bruder. Nix. Achra, fettimmo, Achra. So. Du musst einig, Jihad, Wallah. Schau mal bitte den Kampf von Wahrheit. Rallas, wir kommen später nochmal wieder. Wir haben kurz was zu tun. Yalla. Jihad hat Testosteron erfunden. Ich hab gar nichts erfunden, Bruder. Für die Leute, die denken, dass türkische Baklava ist, ist euer Geschmack, sagt dein. Mhm. Ist. Als ob ich jetzt kommen würde und euch sehen würde, wenn ihr Baklava essen würde, türkische Baklava, als ob ich das aus eurem Mund rausziehen würde und sage, ey, ess syrisches. Sagt ein, ist. Guck mal, Sergio, ne? Beruhig dich und rauch deine Garo. Bruder, ich bin ganz ruhig, Bruder. Ganz ruhig. Aber anscheinend haben du und ich ganz andere Erziehung genossen. Du hast gar keine genossen. So. Bruder, was machst du jetzt, Sergio, zu irgendwem? Walla, weißt du was? Guck mal, Habibi, bleib genau da, wo du bist. So. Wir hören Engin Nussani, du holst mir Sergio. Dieser Klick, der war mit Herz. Dieser Klick war so. Ich hab noch nicht mal den rechten benutzt, den linken. Den linken, so, den linken. Ja, und jetzt hör ich weiter, du. Gençliğimi yatırdı
Und der nächste. Was denn jetzt? Was denn? Ams 96. Nur weil deine Mutter deinen Vater immer den Müll runterbringen lässt, heißt das nicht, dass ich das auch mache, Habibi. Ich bin nicht dein Vater. Ja, ich glaube, du tust ihm Unrecht. Doch, doch. Ich glaube, der meinte, du sollst den Müll rausbringen, dass du Sergio rausschmeißen sollst. Meinst du? Ja, das meint er. Voila? Ja. Okay, dann entsperren wir den. Okay, so. Dann es tut mir leid. Ja. Dann es tut mir leid. Ja, du bringst den Müll raus jetzt, nach dem Motto, schmeiß ihn raus. Dann so. Tut mir leid. So. Hack ist Hack, Bruder. Sorry, wenn ich dir zu Unrecht getan habe. Busse. Habibi, warte hier. أهلا شباب والله كلك كان سكسي بالانس alles gut ist alles gut Bruder والله أمس ها